works. I'm like, oh, okay. So, do you hang out with your sister at home until 4 in the morning every day? Vlog. Heute nehme ich euch mit in meinen Tag. Die Woche ist ein bisschen anders als sonst. Wir haben so ein gemeinschaftliches Ding, weil Todd White hier ist. Ich bin ziemlich müde. Gestern hatten wir Love Feast. Das war ziemlich cool. Da haben wir uns alle schick angezogen und schöne Sachen angeschaut. Hi and welcome to our vlog. Hello. We stole Danny's camera. We did. I don't know what to do now. You wanna hear a joke? Yeah, tell us a joke. I don't really have one. Earthquake. Are you gonna eat or are you just gonna... Wait. Frühstück ist gar nicht so schlecht. Sieht gar nicht so schlecht aus hier. Ice cold milk. Right? What do you say, Isaac? Classic Danny. Nach dem Frühstück probiere ich immer stille Zeit zu machen. Unsere Aufgabe ist hier in 60 Tagen die Bibel durchzulesen. Und mein Geheimnis, um Bibel zu lesen, ist anhören. Gleichzeitig anhören und lesen. Das hat mir tatsächlich geholfen, weil wir jeden Tag relativ viel durchlesen mussten. You don't know what you've been missing out on. I've been waiting around for you to call. What's going on? So he goes to the living room, lo and behold, it's Ed and Sally having a quiet time together. And yeah, they're hands. They're hands. They're on hands quiet time. Yeah. Oh, they're really cute. Daisy is all about beloved to a whole new level. And so he asked, I said, Ed, what's going on here? And he was like, nothing. And he was like, why don't we talk? And, you know, let's have a little sideline talk real quick. So they bring him to the sidelines. Ed, what are you doing? He's like, she's the sister. Yeah. Not that anyone has ever used that one before. He's like, oh, really? He's like, yeah, it's just a sister. Platonic as can be. Nothing there. No fireworks. I'm like, oh, okay. So, do you hang out with your sister at home until 4 in the morning every day? And to that he said, no.
In fact, you're right. This morning, the presence of God. So right where we're at, guys, I think this is always a great practice, even for... Also, und zwar hier ist Philipp, hey, mit mir. Ich hoffe, das kann man nachher gescheit sehen in diesem Schaf. Und zwar, heute Nachmittag haben wir frei. Ich wollte mein Paket nach Hause schicken. Und was ist passiert? Ich habe niemanden gefunden, der mit mir da hingehen will. Und auf einmal ruft mich Jo an. Der steht unten. Und dann ist er hochgekommen. Ist erstmal bei uns ins Zimmer reingelaufen. Hat Philipp ein bisschen überrascht. Total perplex gewesen. Und jetzt, richtiger Schock. Jetzt gehen wir mit denen. Ja, aha. Jetzt gehen wir mit denen, um mein Paket wegzubringen, und ich habe mein Paket oben vergessen. Das ist natürlich peinlich jetzt. Ich würde sagen, wir fahren hoch. Sollen wir mit denen hochfahren? Die sind nämlich schon im Auto. Da ist es ja, das schöne Gefährt. Jo, sag mal Hallo zu den Leuten zu Hause. Hallo Leute zu Hause. Ich suche gerade meine Sonnencreme. Ich hab welche dabei. Hallo Blackie, sag mal Hallo zu deiner Mom, die guckt nämlich immer meinen Vlog. Sollen wir dann den hier nehmen? Kannst du, ja. Ich habe genug dabei. So, die Sache ist die. Wir haben gerade gemerkt, ich habe das Paket oben vergessen. So. Magic Slam! Genau, weil es hier echt abgeht. Dass der hinter der Kamera mein Bodyboard brennt und jemand den entdeckt. Da ist dein Bodyboard. Magic Slam! Also ich beende den Vlog am nächsten Tag, weil ich gestern nicht mehr genug Zeit hatte, ein Ende zu drehen. Wir haben noch einiges gemacht gestern Abend. Nachdem Jo und Becky gegangen sind und der Abend mit Todd White vorbei war, sind wir zurückgelaufen und eine von meinen Outreach-Teammitgliedern, ein Mädchen, kam auf mich zu, hat gesagt, ob ich mitkommen will, weil sie sich taufen lassen möchte. Und dann sind wir nach unten gegangen zum Pier und der hat sich taufen lassen. Das ist nicht was hier selten passiert, aber auf jeden Fall ging das relativ schnell. Das war das erste Mal, dass ich was davon gehört habe. Und dann sind wir da runtergefahren. Das war ziemlich interessant. Jemand hat uns dann mitgenommen. Der kam auch hinlaufen, aber jemand hat uns mitgenommen. Und dann sind wir, weil es relativ viele Leute waren, zu 11 hinten bei einem kleinen Pickup drin gesessen. In einem Pickup mitzufahren, ist legal hier. Auf jeden Fall waren wir zu 11 dann hinten drin. Das war deutlich zu eng. Das war so ein vielleicht 1,50 Meter langer Pickup hinten, das Ende. Das war sehr, sehr interessant. Genau, also meine Lecture Phase ist jetzt vorbei. Am Samstag, also von heute in 2 Tagen mittags, gehe ich auf Outreach. Ich habe gemischte Gefühle. Ist natürlich eine gute Sache, dass wir jetzt das ganze Zeug anwenden müssen, was wir gelernt haben. Aber es ist irgendwie auch total traurig, weil
man das hier einfach verlässt und wir auch nicht mehr zurückkommen. Normalerweise kommt man zurück an den Ort, aber weil wir nach Orlando gehen, für die Debrief Week, kommen wir nicht mehr her. Und irgendwie ist es schon ganz schön traurig, wenn man das so immer wieder überlegt. Ja, und ich habe hier so viel gelernt, bin so viel gewachsen. Und ich habe auch ein bisschen Angst natürlich vor dem Outreach und was da alles passieren wird. Und ich möchte aber das anwenden, was wir hier gelernt haben. Ist auf jeden Fall eine ziemlich merkwürdige Situation, wenn dann auf einmal, das ist so wie wenn die Prüfung kommt am Ende und man denkt, habe ich genug gelernt für das Zeug. Aber das ist halt keine Prüfung, sondern du gehst halt auf einen zweimonatigen Missionseinsatz und dann ist man halt nur noch zu zehnt in einem Team und das sind halt Leute, die noch nie was von Jesus gehört haben und die noch nie was von Heilung gehört haben und dann heißt es halt ja, wer ist bereit, Gottes Werk zu tun. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Naja, ist beides. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Das ist jetzt mein zweiter Vlog. Ich wollte eigentlich drei machen. Aber die Zeit rennt. Ja, ich wollte euch allen noch danken, weil die finanzielle Hilfe hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich wurde so gesegnet von euch, dass ich am Ende eigentlich relativ gut Geld hatte. Und dann hatten wir vor ein paar Tagen Giving Day, wo man noch, also wo alle Leute, die noch nicht komplett finanziert waren, die noch nicht genug Geld hatten, wo man Geld geben konnte und der Heilige Geist hat zu mir geredet. Und dann habe ich einen Großteil von meinem Geld sechs anderen Leuten gegeben, damit die aufs Outreach gehen können. Das heißt, für den Fall, dass ihr das aufs Herz gelegt bekommt, mich zu unterstützen finanziell, dann bin ich gern bereit, das anzunehmen, weil, wie gesagt, irgendwann werde ich auf dem Trockenen sein dann hier. Aber ich habe großes Vertrauen in finanzielle Unterstützung. Und es ist auch wirklich schön, Geld wegzugeben, weil man dann weiß, dass man nicht an das Geld gebunden ist und dass das Geld einen nicht kontrolliert. Ja. Danke für alle, die das angucken. Ich habe gehört, das gucken gar nicht so viel an, wie ich dachte. Danke auch Inyo und Becky, dass ihr da wart. Das war eine echt schöne Zeit mit euch hier. Wenn ihr das seht. Ja, ich freue mich, euch allen zu erzählen, was hier so passiert ist. Als ich mit Inyo und Becky geredet habe gestern, habe ich schon gemerkt, dass ich mich ganz schön verändert habe. Und dass mein Herz vor allem sich ganz schön verändert hat. Und ja, ich bin froh, wieder nach Hause zu kommen und das mit euch zu teilen dann. Obwohl ich auch teilweise nicht froh bin, wieder nach Hause zu kommen, weil das bedeutet, dass das hier endet. Aber nichts ist für immer. Wie beende ich das jetzt? Jesus liebt euch. Von ganzem Herzen, egal was ihr macht. Bis dann.